Ja moin, bevor es weitergeht, wollte ich noch einmal auf die Frage von Florian zurückkommen und euch den genauen Höhenunterschied zwischen dem Bürgersteig der CC-Häuser und meinem neu gesetzten Bürgersteig, also der Erweiterung, in dem die Laternen stehen, zeigen. Wie ihr gleich sehen werdet, ist dieser sehr gering. Rechts von der Bank habe ich noch mal ein weiteres Fundament gesetzt. Dass ich nachher die Bank verschieben werde. Und zwischen Stadtleben und Bank soll später einmal das Polizeirevier stehen. Dieses habe ich noch nicht, darum kommt da erstmal der Pet Shop hin. Und wie ihr hier noch sehen könnt, habe ich die Straßenführung weiter vorangetrieben und schon mal den Unterbau für die Wiese bis zum Flussbett gesetzt. Um die Eckgarage zu platzieren, musste ich noch einmal den Gehweg etwas zurückbauen, was hier Auffahrmöglichkeiten geben muss, um einmal zu tanken und einmal um in die Garage zu kommen. Wie ihr sehen konntet, fehlt auch noch eine Legolieferung, aber ich hoffe, dass sie in den nächsten Tagen kommt, sodass ich endlich den Zebrastreifen in diesem Bereich fertigstellen kann. An der Brickbank habe ich zahlreiche Steine gesetzt, um den weiteren Verlauf der Straße anzudeuten und die Grünfläche fertiggestellt. Die Grünfläche vor der Brickbank soll dann später bis zum Fluss reichen. Wie ihr seht, ging es an der Straße weiter und die Grundlage für weitere Grünflächen wurden geschaffen. Rinnstein und das Fundament für den Bordstein wurde gelegt im Straßenbereich und die Grünfläche wurde erweitert. Des Weiteren gab es heute noch eine Lieferung von Lego. Darunter befanden sich unter anderem die fehlenden 203 Teils für den Fußgängerlager. Auch Zebrastreifen genannt.
Und in dieser Brötchenbestellung gab es Zebrastreifen und ein paar Kleinigkeiten. Die noch fehlenden Fliesen und die noch fehlenden Zebrastreifen wurden soeben gesetzt. Und als weiteres Gebäude hat die Stadt das Pariser Restaurant hinzugefügt. Auch in diesem Bereich ging es weiter, sodass ich gleich die Straßenteile setzen kann. Der Zebrastreifen und die Straßenelemente wurden gesetzt. Nun müssen nur noch die Fliesen gesetzt werden. Ein weiterer Straßenabschnitt ist fertig und beim nächsten Mal geht es am Fluss weiter. Und tschüss!